So, weiter geht es, ne? Ich habe mir die ganze Zeit ein bisschen versprochen gehabt, ne? Merkur ist ja wieder direktläufig, ne? Also, da ist man so ein bisschen verpeilt, ne? Könnt ihr ja beobachten, eure Umgebung. Da sind Menschen verpeilt oder man tut sich Versprechen. Man hat ein Wortdreher, was man eigentlich ja erkennt, wenn ja doch Merkur rückläufig ist. Ne? Okay. So, okay. Ich habe mir doch die ganze Zeit versprochen gehabt, Neptun ist ja rückläufig. Ich meine, am 8. Dezember geht dann Neptun wieder direktläufig. Also Mars geht am 7. Dezember rückläufig. Ne? Einen Tag später, so 24 Stunden später, nicht ganz, ne? Geht dann Neptun wieder direktläufig. Also es wird dann so ein bisschen mystisch. Das andere, was nach innen gerichtet ist, geht dann wieder nach außen. Ja, da kann viel was ausbrechen, halt, ne? Mit Krankheiten und so. Ne? Ja, das ist das, was ich so die ganze Zeit meine. Okay. Der sieht, ist jetzt dreiviertel drei am Nachmittag, also 14:15 Uhr, ne? Donnerstag, der 5. September. So, habe ich mich ganz oft versprochen gehabt, ne? Immer jedenfalls mit Jupiter, geht dann am 9. September rückläufig. Nee, das ist der Oktober. Da habe ich mir auch noch versprochen gehabt, Mars geht dann im Oktober rückläufig. Nee, im Dezember. Da habe ich mich voll versprochen gehabt. Ist halt, ne? Merkur ist jetzt drinnen wieder, ne? Jetzt 1 Grad, 12 Minuten hier im Löwe, ne? Also der geht dann jetzt hier nicht über in Jungfrau, wie der ja sieht, schaut euch mal das Laub an, ne? Ach ja, die Sonne, könnt ihr ja sehen, die Sonne steht die ganze Zeit im Löwe drinnen, ne? Ist ein Löwen geboren. Wenn du Geburtstag hast, heute, morgen oder hattest vor kurzem Geburtstag, ja, dann ist mal alles Gute nachträglich. Und ja, du bist ein Löwe und keine Jungfrau, ja? Gilt natürlich auch die ganzen Items und die ganzen Gestirnen auch, ne? Also, falls du denkst, du hast den Mond im Jungfrau, nee, ist ein Löwe. Man sieht es doch auch, ne? Der Sommer, also ein Löwe, also die Sonne zeigt eine Jahreszeit an, Jahreszeiten, ne? Also im Hochsommer, ne? Man merkt es am Wetter. Schaut euch mal im Hintergrund das ganze Laub an, ne? Und wenn denn Sonne, kennt ihr ja, ne? Steht ja so im Internet drin, in der Beschreibung, ne? Wenn Sonne, ja, eine Jungfrau drin ist, dann haben wir die Erntezeit. Also quasi das andere, ne? Wie schon tausendmal erwähnt, Videos habe ich ja gar nicht mehr öffentlich. Also wenn die Sonne drin ist, eine Jungfrau am Erntezeit, dann sieht man das auch am Laub. Das verfärbt sich dann in Gelb, ne? So, dass du Bescheid weißt. Oder falls du hier neu reinhörst bei mir und gerade, ne, nicht, dass du mehr verwirrt bist. Also ich mache hier Astrologie und nicht Esoterik, dass du Bescheid weißt. Okay, da habe ich mich mal kurz schnell auskorrigiert, ne? Jetzt tue ich dann wieder Essen. Heute ist der 5., ne? Möhren, was das sieht, ne? 633 Gramm. Ich habe gewogen. Okay. Dann habe ich etwa 282 Gramm rote Beete. Manchmal habe ich auch noch ein Kilo. Dann einfach eine Zitrone. Ich liebe Zitronen. Ein Video habe ich mal gezeigt gehabt, aber es ist auch leider nicht mehr öffentlich. Habe ich mal gezeigt, dass ich Zitrone pur trinke, als wäre es Orangensaft. Krass, eine Apfelsine oder so. Dann sind 112 Gramm. Bei mir sind ja Äpfelbäume, dieses Fallobst. Also bald ist ja eine Ernte, also Erntezeit, dann sind die ein bisschen rötlicher, die Äpfel. Die Äpfel haben quasi keinen Fruchtzucker, die sind eher bitter. Also ich finde, wenn man damit einen Apfelsaft macht, das schmeckt am geilsten. Das ist der geilste Apfelsaft. Nicht den so sein Safter. Ich mache einfach mal hier dieses. Das ist gerade hier frisch aus dem Garten. Ne? Habe ich aufgehoben. Habe ich hier nochmal 285 Gramm. Apfel. Ingwer. Ganz wichtig immer, ne? Ingwer. Habe ich etwa. Das variiert. Manchmal habe ich auch 80 Gramm. Ne? Jetzt habe ich 58 Gramm. Begonnen habe ich mal ganz klein. So. So habe ich mal begonnen. Weil ich vertrage kein Schaf, ne? Irgendwas ist scharf, ne? Also mittlerweile habe ich mich schon so dran gewöhnt, dass ich auch 80 Gramm entsaften kann. Also ich mache mir quasi auch Ingwer-Shots selber, ne? Da halten natürlich die Dinger im Supermarkt ja auch nicht mehr mit. Ne? Außerdem sind die Dinger ja sowas von überteuert. Und das ist alles pasteurisiert, Leute, ne? Das ist nicht pasteurisiert. Da hast du die ganzen Enzyme drin und so. In den ganzen Shots in den Supermärkten, da ist nichts drin, Leute. Das ist alles zu Tode gekocht. Da ist die tote Vitamine drin, aber dann nicht wie hier die lebendige. Das ist immer ganz anders. Dann kriegst du von den ganzen Shots da und die Gemüsesäfte bekommst du keinen Energieschub. Nichts, gar nichts. Auch keine glitzernden, glänzenden, funkelnden Augen.
auch deine Haut und so, die ganzen Hautpartien und so halt, ne? Das ist dann nicht so, wie wenn man es, ne, richtig macht, echt macht. Ja, wie immer denn halt, ne? War ja vorhin kurz noch draußen im Garten, wie immer, ne? Etwa, sind etwa 2 Liter, habe ich jetzt gemacht. Also Löwenzahn und Brennnessel, ne, hau ich ja mal in eine Glocke rein, sind etwa 15 Gramm oder so, 15, 20 Gramm insgesamt, ne? Und dann ja auch aus dem Garten, ne, habe ich dann halt noch Minze. So, ne? So meine Tagesdosis. Ich trinke dann später gleich nochmal eine Tasse Tee. Ne? Brennnessel, Löwenzahn, Minze-Tee. Und dann fahre ich mit dem Rennrad zur Arbeit. Ne? Und dann deute ich ja noch, ne? Gestern Morgen ist der Mond im Jungfrau gewechselt. Also der Mond ist noch in Jungfrau, ja? Okay, das kommt dann später hin ran, ne? Dann mache ich mal schnell kurz mal meinen Gemüsesaft. Das war dann mal gut schnell vorne weg, ne? Ich kann es euch kurz mal zeigen. Der Mond. Der Mond steigt dann jetzt gleich auf. Also wir haben jetzt, also bei mir ist gerade, wenn ich spreche, ne, ist ja der 5. Der Mond steigt jetzt gleich auf. Also der Aszendent, ne, ist eine Jungfrau. Jetzt auch gerade, ne? Wegen Gesundheit. Aufpassen noch. Wegen auch Venus, die ist giftig. Ne, ist halt auch Geburtsherrscher, ist ein bisschen giftig. Danach tut man erkranken, okay? Ich bin davon, ich tue immer schon vorher gegenwirken, ne? Ist halt der Vorteil mit Astrologie. Pass mal auf. Aufpassen, wisst ihr? Blase, Leber, Nieren und aufpassen, dass ihr keine Hautinfektion wegholt. Ne? Hautinfektion. Mal mein Gemüsesaft, ne? Also hier haben wir schon mal die rote Beete, sag ich schon. Hier haben wir schon mal den Lümmel, ne? Namens Moorrübe. Ist auch eppig, ne? Rote Beete ist so ziemlich mein Lieblingsgemüse, ne? Mein Lieblingssaft ist der Karottensaft. Aber rote Beete auch, dann esse ich viel Apfel, ne? Natürlich ein bisschen abschälen, ein bisschen besser, ne? Natürlich immer roh. Die rote Beete, guck mal, ich mache viel Sport. Ich benutze gar kein Kreatin oder sowas, ne? Auch kein, das ganze Pulverzeug, was aus Reagenzgläsern kommt und so, ne? Was man kennt, wo sich die ganzen Sportler sich damit aufpumpen und so. Das nehm ich ja gar nicht, ne? Bin auch ein Gemüse-Junkie. Das ist auch die lebendige Vitamine, ne? Und dann komme ich ja noch mit Sprossen an der geschossen, ne? Das ist Superfood. Also brauche ich auch dieses ganze Pulverzeug nicht. Aber muss ich da selber wissen, ne? Die rote Beete hat den Vorteil, ne? Wir haben die Sonne die ganze Zeit im Löwe, ne? Auch, ne? Ich habe oft gelesen gehabt, Prominente sind an irgendwelchen Herzattacken verstorben oder Blutvergiftung, dies, das und jenes. Guck mal, rote Beete ist gut für die ganze Arterie, ne? Ich hatte ja, bevor Merkur rückläufig gegangen ist und so, habe ich noch Knoblauchkur gemacht. Also Knoblauchzehe, Ingwer, Zitrone halt, ne? Habe ich dann quasi immer meine Gemüsesäfte mit drin gehabt, mal ordentlich 4, 5, 6, 10 Knoblauch, ne? Habe ich jetzt auch mal drin, aber nur eine einzige und ich stinke danach nicht. Also sonst hätte der Mann mir das schon längst auf dem Arbeitsplatz erzählt. Zumal habe ich ja noch meinen Gemüsesaft, habe ich da dann noch Zitrone. Das tut den ganzen Geschmack dann neutralisieren. Also riecht man nicht, keine Sorge. Ja, das ist ja mein Gemüsesaft, den ich jetzt gleich mache. Ich habe gerade abgewogen, habe ich mitgenommen. Apfel habe ich klein gemacht, weil es Fallobst ist, ne, aber das Braune habe ich weggeschnitten. Ja, das tue ich dann entsaften, komme ich etwa auf einen halben Liter, 600 Milliliter oder sowas. Ne? Okay. Apropos Infektion, Nierenblasen, also Niere, Blase, Leber, Hautinfektion. Jungfrau ist ja der ganze Magentrakt, der ganze Magenbereich. Auch aufpassen, dass ja irgendwie. Aufpassen, dass er nicht krank wird, ja, irgendwie, dass man ja Magen umgeschlagen wird, weil, guck mal, das ganze das Zeug da, man muss aufpassen mit den ganzen Lebensmitteln, das ist was. Ich denke auch mal, Bioprodukte, guck mal, die haben bestimmt, die liegen ja so da, ne, das hat der Vorteil, zum Beispiel, ihr kennt Lidl, ne, ich finde Lidl ist gar nicht mal so schlecht, ihr wisst, ne, in Lidl gibt es keine Glasflaschen, das ist alles in Plastik verpackt, nix, nur Plastik, 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 das ist der Vorteil, wenn man alles in Plastik und dann einpackt. Diese Bio-Dinger hier, ne? Oder auch die Möhren halt, ne? Die ist ja auch Bio, das liegt ja so rum, die waren jetzt nicht eingepackt in den Tüten. So, da haben jetzt bestimmt schon 80, 90, 100 Leute da haben rumgetatscht. Da mache ich ja dann auch, ne? Hier mein Waschbecken, mein Spülbecken, das mache ich ein bisschen voll, so ein paar Liter, ne? So viel ich halt brauche, ne? Dann mache ich dann halt eine Natronlauge. Da tue ich das Waschen, das ganze Pestizide weg ist. Da habe ich schon so viel mit rum experimentiert. Ist auch bekannt. Das ist eigentlich jetzt auch nur kosmetisch gesehen, also die Oberfläche kriegt man die Pestizide ab oder bei den Äpfeln diesen Wachs oder sonst irgendwas, auch Gurken, da ist Wachs drauf, ne? Dann kriegst du es ab natürlich, aber in drinnen geht die Pestizide ja auch, ne?
habe schon so viel aufgetestet. Ich habe schon über die ganze Nacht lang das mal so Natriumlauge einfach mal so stehen lassen. Dann habe ich es richtig komplett vor das Trocken austrocknen lassen. Dann habe ich gegessen. Das hat komplett nach Natrium geschmeckt. Also eigentlich total geil, ne? Also wenn man es länger ziehen lässt, geht es auch rein in die Frucht. Also kann man auch das ganze Pestizide-Zeug auch in der Frucht rausholen. Man muss einfach nur länger stehen lassen. Bekannt ist ja immer so Viertelstunde, 20 Minuten. Ne? Ich mache 2 Stunden Minimum. Na, jeder macht anders halt. Ne? Also ich mache es da komplett anders. Ja? Okay. Ich habe ja hier, komm mal zu mir hin. Habe ich schon oft gezeigt, ne? Vergangenheit. Ich habe hier noch einen Zwischenmixer. Ne? Dann kann ich Eis machen, Mandelmilch machen, Kokosmilch machen, Hafermilch machen. Habe ich auch schon mal mitgenommen gehabt, mache ich später nochmal, ein bisschen schneller, ein bisschen besser. Und dann tue ich damit hier mit den Zwischenmixern Brennnessel auch in meinen Saften und so. Kräutern und Saften, Sprossen und Saften und so. Ne? Aber jetzt wie so mit Gemüse und so, weil ich trinke das eh gleich. Mache ich mit einem Zentrifugal. Dabei geht das nochmal viel schneller und ich trinke das doch so oder so gleich sofort. Ne? Ich lasse es halt nicht stehen. Mit einem Zwischenmixer brauche ich dann halt 10-mal länger. Brauche ich für meinen Gemüsesaft, wo ich normalerweise jetzt eine 3/4 Stunde bräuchte oder was, oder eine halbe Stunde bräuchte, brauche ich jetzt noch nicht mal eine Minute. Deswegen, das ist halt ein gutes Ding halt, ne? Das ist hier, ne? Auch Stahl und Edelstahl. Und drinnen ist was Keramik, also ist kein Plastikscheiß. Also da kommen keine Abstreifungen von dem Plastik, genommen man rein in den Saft. Wenn ihr auch mal einen Saften wollt, was ich ja empfehle, guck mal, ich mache ja vor, ich zeig's euch, ne? Ich quatsche nicht, sag jetzt nicht so einfach so mitten im Sitzen, schön gemütlich, mit irgendwelchen Poster im Hintergrund, ja, mit irgendwelchen indischen Schnickschnack-Zeugs und Glaubenssymbole und so. Und sag, ach, heute bin ich aufgestanden, bin spazieren gegangen. Nee, ich zeig's richtig. Das mache ich schon die ganze Zeit, das ist mein Content. Bei Jahrzehnten kann man viel, wenn der Tag lang ist, ne? Weil der Tag ist so lang, dass ich's ja mache. Ich, guck mal, mit den Saften. Es gibt teure Geräte, klar, es gibt günstige Geräte. Kauft euch irgendwas, von mir aus auch ein Zentrifugal-Ding für 30 Euro. Hauptsache, ihr könnt euren Saft machen. Ihr müsst aber sofort trinken, sofort, wie, was. Falls man fragt, ob ich da was empfehlen könne. Ich bin kein Influencer, ne? Ich habe jetzt einen Deckel, das ist wie in der Gastronomie halt, ne? Also man trinkt, man muss es sofort trinken, weil es schäumt dann irgendwann, die ganzen Stoffe gehen raus, das. Mein Zentrifugal geht halt Luft, ganz viel Luft wird da reingeblasen, ne? Aber gibt es keinen Qualitätsverlust. Also der Zentrifugalsafter hat wieder Vorteile, was ein Slow-Juicer nicht hat. Ein Slow-Juicer hat wieder Vorteile, was man dann hiermit nicht hat. Aber von der Qualität habe ich schon mir ganze sämtliche Labortests mir angeschaut und so, ne? Wissenschaften da, dies und jene, so Labortests, ja, also da gibt es keinen Unterschied zwischen Zentrifugal und mit einem Slow-Juicer, da gibt es keinen Unterschied. Das Ding, was man beachten muss, ist nur sofort trinken, sofort. Weil es gibt Leute, die bereiten schon für den ganzen Tag immer Säfte vor, stellen sie in den Kühlschrank, ganz ehrlich. Ist halt leer bei mir so, ne? Nach einer Stunde schmeckt es mir einfach nur noch ranzig. Deswegen, guck mal, ich mache das ja jetzt sofort frisch und da sind die ganzen Enzyme drin und die ganzen Mineralien und Vitamine habe ich dann drin. Also sofort gleich indirekt. Und es geht direkt rein in der Blutlaufbahn. Komplettchen, ne? Dann fahre ich hoch und boom, mein Verdauungssystem, ne? Also ich habe ja gestern das letzte Mal so gegen 18 Uhr gegessen, was mit Reis, ne? Also mit Sprossen, schon wie im letzten Video schon mal gezeigt gehabt, mit Sprossen. Ich habe auch Hoffnung gemacht von gestern, aber so jetzt nicht geschnitten. Ich mache dann mehrere Tage weiter, ist ein bisschen interessanter, ne? Das Verdauungssystem bleibt ausgeschaltet, ja? Und ich bin satt. Die ganzen Enzyme gehen bei mir rein, Mineralien, Vitamine, gib mir rein, sofort, ja. Und ich bin produktiv. Wenn ich jetzt Brötchen essen würde, mit dies, das und jenes, das und das und das, dann schaltet das Verdauungssystem ein. Da steckt der Körper die meiste Energie rein, in das Verdauungssystem. Also man wird dann träge, wenn man isst, wird man träge, ja. Und durch den Zucker, ihr könnt auch zum Beispiel die iFood-Getränke, dieses Astronauten-Getränk, was dann eine Mahlzeit abdecken soll. Da ist versteckt Zucker drin, das ist nicht wenig. Ja? Das ist eine Zuckerbombe, das ist giftig. Also dieses Getränk enthält mehr Zucker wie so von McDonalds und Hamburger. Oder, ja? Also nur mal so, ja. Weil das immer so gesund verkauft wird von diesen durchgeknallten Idioten da draußen. Oder die wissen das nicht. Aber viele Leute schreiben schon in den Kommentaren bei denen hin, hey, was verkaufst du da von Nestle da, das ist Dreck, das ist Gift.
Das interessiert die nicht, die wollen nur Geld machen. Verstehst? Also wenn man Geld machen will, muss man über Leichen gehen. Es sind ganz viele Leute, die verkaufen diesen Dreck, diesen Gift, ja, überall auf die ganzen Influencer, auf YouTube, schaut sie die euch an. Die sind doch nicht ganz, die sind nicht ganz, das sind Schurken, sind das für mich. Und so, okay, wenn du sowas trinkst, bist du kurz mal vor der Saat. Nach 2-3 Stunden bekommst du Heißhunger wegen Zucker. Wenn du jetzt ein Brötchen isst, oder du machst dir jetzt einen Joghurt, oder so, sonst noch was, da ist Zucker drin. Du bist vorübergehend kurz mal gesättigt, aber nach 2-3 Stunden bekommst du Heißhunger. Der Heißhunger fühlt sich ja so an, als hättest du 2-3 Tage lang nichts mehr gegessen. So ein Heißhunger, das löst dieser Zucker und andere Stoffe halt aus. Ich hab das natürlich nicht, zumal habe ich mich von dem Zucker, ich hasse den Zucker wie die Pest. Fruchtzucker ist was anderes, der greift ja noch nicht mal den Zahnschmelz an. Ja, also früher, wo die Menschen ja so geboren sind, da haben die auch nicht einen Zahnbürst in der Hand gehabt. Das ist ja Industriezucker. Und wenn wir diesen Zucker nicht hätten, hätten wir all die ganzen Krankheiten nicht. Check. Hier, ne, ich mache Sport, fahre mit Fahrrad auch zur Arbeit, ein Rennrad. Das steigt die Leistung um bis zu 20% an. Das Blut wird auch ein bisschen verdünnt und so, ne, ein bisschen einen Ticken Tack. Also das ist gut für das ganze Blutbildungssystem. Das senkt deinen Blutdruck. Und so. Ich verstehe immer die ganzen Leute nicht, die älteren Leute, sage ich jetzt mal, die Tabletten essen, die bunten Smarties, was gegen Rheuma sein soll, was gegen erhöhten Blutdruck sein soll. Gerade die alten Leute, die wissen das doch. Gerade die Alten müssen es doch wissen, mit Gemüse und so. Und was ich ja mache, das war früher Standard, das hat jeder früher gemacht, völlig Standard. Und heute wird es langsam wieder Trend, weil es ausgestorben ist. Krass, also mit Rohkost und so. Also, ich knall mir jetzt einen Gemüsesaft rein, ja? Da bin ich so satt. Ich esse den erst so gegen 14 Uhr, ne? Bin dann satt, hab die ganzen Enzyme, Mineralien, Vitamine mir drin, ich hab keinen Hunger. Mein Verdauungssystem, ne, bleibt ja ausgeschaltet. Guck mal, was ich dann an Energie habe. Und ich fahre mit einem Renner zur Arbeit. Guck mal, wie top, fett, komplett mit Enzymen, Vitaminen voll gepumpt. Das ist ja wie Doping, ne? Du bist aber Gesundheit, ne, mit Gemüse. Ja, komm, wenn zur Arbeit und keiner kann mit mir mithalten, weil die haben jetzt alle gefrühstückt, dann kommt da noch ein Snack und da noch, ne, guck mal, die haben Magen gearbeitet, arbeitet. Und die sind dann permanent, ist abgefressen, also durch, man ist dann müde, man wird träge, so, oh, ist mega fettig, oh. Und dann ein bisschen später kommt dann ratzfatz der Heißhunger. Während man auch gerade noch von einer Stunde so ungefähr satt war, kommt dann langsam der Heißhunger, oh. Aber während man noch, guck mal, träge ist, müde ist, so satt gefressen, so, oh, kann man nicht bewegen, oder? Genau, und das ganze Fraß, da sind gar keine Enzyme drin. Und die Enzyme brauchst du, sonst kannst du dich nicht bewegen. Gerade das Verdauungssystem verbraucht sehr, sehr viel Enzyme. Ne? Auch wenn du den Kopf bewegst, auch da, deine Hände bewegst, so, da, laufen, das kostet Enzyme. Und im Supermarkt hast du es gar nicht drin, und deswegen ist man immer so unproduktiv. Das ist nichts anderes als Füllstoff, dass man seine Schnauze hält. Ne, ist es nicht. So, aber wenn du hier, ne, hast du ordentlich. Also ich komme zur Arbeit an und keiner kann mit mir mithalten. Voll krass. Auch mein ganzes Nervensystem, mein Denkvermögen. Selbst wenn ich jetzt mit irgendwelchen Leuten jetzt Schach spielen würde, ja, der sieht ja gar keiner gegen die Sonne, weil ich habe die ganzen Enzyme drin in meinem Nervensystem. Vitamin B12, das. Vitamin B17 auch, ne, die Sprossen. Da bin ich ja wie voll gedopt. Verstehst du? Bloß mit Gemüse, also bloß mit echten Vitamine. Jetzt nicht mit Drogen halt, ne, aber nur versteckst, ne? Krass, ne? Wie erwähnt, ne, entsaften. Nehmt euch, kauft von mir aus ein für 30 Euro. Hauptsache, du kannst deinen Saft machen. Dann hast du die echte Vitamine drin. Weil der Winter, der hat seinen in sich. Mars. Im letzten Video habe ich mir versprochen gehabt, Mars geht ja da rückläufig. Keine 24 Stunden später, also am 8. Dezember, ne, also 2 Tage nach Nikolaus, geht der Neptun. Das greift an. Leute. Und man kann das gegenwirken, dass der Schaden jetzt gar nicht ausfällt. Oder ganz minimal. Ne? Wie bei mir halt immer ständig. Die letzten Jahre auch, wo wir Corona hatten, ich war mal topfit. Du hast ein Immunsystem, ne? So wie ich das mache. Und keiner von meiner Geschwister macht es so wie ich. Ich habe zwar auch noch einen ältesten, mein ältester Bruder, der ist auch mit Kräutern interessiert. Hat auch Bodo-Kräutern und so an, ne? Da bin ich mit ihm komplett gleich. Also er und ich, wir sind die einzigen, die so richtig halt so mit Kräutern und so machen halt, ne? Der, also mein ältester Bruder zum Beispiel auch, der die ganze Zeit, wo wir Corona hatten, ich habe den nicht immer krank gesehen gehabt. Und ich habe mit denen also regelmäßig gesehen, ja, wirklich schon regelmäßig, ja. Ich habe nicht einmal erlebt, dass der irgendwie krank war oder so. Nichts, gar nichts. Da, wo wir auch Corona hatten. Also mein Bruder und ich, wir waren top, kerngesund. Ja, auch was ausmachen. Kräuter und das, ne. Und der ist ja auch wie ich, also ist ja auch dann mit Gemüse ein Töpfer. Wie ich aufgewachsen, ne. Komplett. Bis heute, wir essen Teintöpfe. Das ist mein Nachbar halt, ne. Draußen im Garten, also Rasensprenger, ne.
In Berlin hat schon lange nicht mehr geregnet. Okay, Leute, fange ich mal kurz an. Mache mal kurz schnell hier meine rote Bilder rein. Zack, zack. Naja. Dann habe ich ja hier meine 55 Gramm Ingwer hier drin, ne? Ein bisschen Apfel haben wir rein. Das ist jetzt aber kein dieser Fruchtzucker halt, ne? Das ist halt ein bisschen bitterisch. Also. Die schmecken so am besten. Das ist nervig. Da kannst du auch bei Fruchtzucker drin. Das ist voll geil. Das Ding hat jetzt drei Gänge, ne? Der Nachteil ist, es ist halt ein bisschen lauter, ne? Die Switch-User sind dann dämlich. Also wäre jetzt natürlich ein Argument, wenn ich jetzt ein Influencer wäre, ich müsste jetzt ein Gerät verkaufen, aus Spaß müsste ich jetzt ein Switch-User schön reden und verkaufen. Am besten die noch ein Gefühl mit unterjubeln, ne? Dann wurde ich jetzt ein Display komplett. Dann könnte man jetzt argumentieren, ja, wenn man so einen Vergleich macht, ja, der Zentrifugalensafter, der ist ja so laut, das Ding hört sich an wie so eine Kettensäge, eine Motorsäge, wo man die Bäume wegmacht, die so wieder Kettensägemann oder was aus Texas da halt, ne? So halt kann man dann so runter machen, ne? Und dann so, ja, Smoothie-Juicer, schön mit einer langsam drehenden Schnecke. Für die maximale Ausbeutung, aber Labortest kann ich nur aufzeigen. Da gibt es keinen Unterschied. Hört ein bisschen lauter, weil es auch ein bisschen schneller geht. Okay, was ist mir wichtiger? Lebenszeit einsparen oder Lebenszeit und da rein investieren? Verschwenden, verpulvern. Also, ich nehme jetzt einen Trifugal, weil es ist ein bisschen lauter, kannst du meine Stoppuhr nehmen. Und ja, wie lange ich das brauche. Ich lasse mir sogar Zeit, ich mache jetzt nicht schnell, wenn ich jetzt ganz schnell mache. Ja, so. Der fällt mir irgendwas runter. Ich mache ganz normal, so wie ich auch ganz normal machen würde. Ganz bequem. Bloß keine Hektik. Kannst ja trotzdem mal die Uhrzeit stoppen. Also mit dem Smoothie-User brauchst du halt 8, 9, 10 Mal länger. Ja, nur mal so. Ich habe die drei Gänge. Soll ich mal immer aus dem dritten Gang? Das war's. Also 30 Sekunden oder so, ne? Also Fruchtschüsse hätte ich jetzt länger gebraucht, eine halbe Stunde oder so, ne? Dann kommt noch die Reinigung. Für die Reinigung kommt mal drauf an, wenn ich jetzt Sellerie entsafte, dann ist halt so ein Faserzeug. Das steckt immer fest und so. Das macht sich ja nur ein Zentrifugal-Ding. Einfach mal top. Haust so einen Blumenstrauß rein, zack. Keine 10 Sekunden später habe ich dann meinen Selleriesaft. Bei Sellerie-Saft trinke ich momentan gar nicht, weil überall, wo ich jetzt hingehe, bis auf den Biomarkt, Bioladen, Bio-Kompanie, in Ostberlin, da war ich drin, da waren die Stangensellerie, die sahen auch aus wie Stangensellerie. Und ich habe die Blätter dran und so, sah ganz anders aus, richtig schön tiefgrün und nicht so wie jetzt woanders überall da. Das stimmt irgendwas nicht. Also es kann nicht sein, dass der Sellerie-Saft, also dieser Sellerie, wenn man ihn entsaftet, dass es aussieht wie Wasser mit Tuschefarbe aus dem Tuschekasten, wie in der Schule. Na, grün, so rein, so mit einem kleinen, dezenten Grün. Okay, so halt. Und dann bloß heller, transparenter. Das ist kein echter Sellerie, ne? Deswegen kaufe ich schon die ganze Zeit kein Sellerie mehr. Ich hab, vor 2 Wochen oder so hatte ich mal, aber Bio-Kompanie hat auch eine Gemüseabteilung, ja. Man kennt auch Bio-Kompanie halt wie so ein Reformhaus. Da gibt's so mehr Kosmetikzeug und so, eher weniger Gemüse. Da gibt es auch ganz große. Also bei mir ist so unten in der Nähe irgendwo einer. Der ist riesengroß, der ist so groß wie ein Edeka, sondern ein Ticken größer. Der hat echt krasse Auswahl. Und da finde ich Stangensellerie, der ist echt, das ist wie selbst angebaut halt. Ne? Und wenn ich den dann safte, der ist richtig tiefgrün und nicht wie so das Grün von der Tuschefarbe da aus, Tuschekasten aus der Schule. So ein Wassergrün da halt, ne? So ein Aquarellgrün. Nachher ist noch ein Säftchen, ne? Fast ein Dreiviertel Liter kam raus. So ein bisschen mehr als 600 Milliliter kam raus.
mache noch ein bisschen Kurkuma rein und Pulver vor. Ich achte, wie schon mal erwähnt, achte mal drauf, dass ihr Bio-Qualität habt. Genau, Kurkuma ist drin, ein bisschen Pfeffer, auch Naturland drauf, ne? Kostet 2,79 Euro, Leute. Das ist krass. Geht am besten in Bioladen, so wie ich. Bio-Kompanie, Dance, bei Natura. Schaut bei euch mal in Google Map, gibt's da einen? Einfach in Bioladen. Oder bist einfach mal in Alnatura. Schaust du mal, wo, ob da irgendwas ist in der Region, wenn nicht. Guckst du mal, Dance ist wie Alnatura, ist die Konkurrenz. Oder Bio-Kompanie. Bio-Kompanie ist meines Erachtens ein bisschen teurer, hat aber was Gemüse angeht, da irgendwie schmeckt mir es besser. Und schon der Sellerie ist ganz anders. Sieht genau richtig nach, wenn ich entsäfte. Richtig tief grün, also wie grün und noch schwarz mit reingemischt und umgerührt, also richtig tief grün. Ja. Und auch vom Geschmack her dann richtig schön intensiv, so wie das sein muss. Der Sellerie schmeckt sehr geil. Das macht Sellerie noch ein bisschen so einen geilen, salzhaltigen Geschmack. Das drauf stehe ich voll, also das ist echt lecker. Also, normalerweise trinke ich immer Selleriesaft zuerst, dann gehe ich duschen. Und dann später fange ich so erst so richtig an. Ne? Zuerst, was ich mir reinknalle, ist immer Selleriesaft. Immer normalerweise. Andere, ich habe auch eine Zeit lang dann ja, okay, das mache ich jetzt mit Zitrone. Ich, nicht heiße, weil Vitamin C ist hitzeempfindlich. Sondern kalte Zitrone, Zitronenwasser, knall ich mir hinter. Also manchmal die in meiner Giraffe halt, ne? Knall ich mir halt hier manchmal rein, zwei, drei Zitronen halt, und knall ich das Ding hier voll mit Wasser. Ne, kalten Wasser, kein warmes Wasser. Manchmal mache ich auch ein bisschen Ingwer mit rein, ne? Aber eigentlich dann so, dann knetschen wir es mal so rein, ne? Dann gehe ich duschen. Okay, Leute. Da habe ich die ganze Zeit geredet. Weil ich meinte, man muss das sofort drehen. Okay, also Schaum ist jetzt nicht gewachsen. Also gewachsen, doch, ja, gewachsen. So, erstmal geblieben. Von Rote Beete. Ich muss sagen, ich habe diesmal mit Rote Beete Schnurrbart. Ich muss erwähnen, dass ich mit Rote Beete die, also echt eine krasse Qualität habe. Die sind in Demeter. Qualität, Klasse 1 sogar. Ne? Kilo 3,50 Euro, glaube ich, Kilo. Die sind, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so geil Rote Beete konsumiert habe. Diese Süße von die Rote Beete. Boah, Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich mag jetzt schon. Genau, jetzt mag ich es richtig. Jetzt merke ich, wie jetzt das reingeht in meine Blutlaufbahn. Mein ganzes Nervensystem. Kriege jetzt richtig Energiezufuhr. Boom. Mein Hungergefühl geht langsam weg. Jetzt bin ich satt. Das war's. Jetzt bin ich satt. Ich brauche nichts essen. Ich esse erst später. Okay, apropos Essen. Ich mache jetzt mein Essen, ne? Weil ich esse ja, also ich nehme mein Essen immer mit, ne? Ich kaufe mir ja nichts. So. Schnell fertig gemacht, ne? Reis, Naturtofu, Erbsen, Karotten, Tomaten, zwei große Knoblauchzehen. Und zwei, so eine Zwiebeln, diese länglichen, ich weiß nicht, Schorten, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, so. Eigentlich Zwiebeln, sagen wir mal zweimal Zwiebeln, ne? Okay, und dann Kurkuma und Pfeffer und Beifuß, also Trockenbeifuß habe ich auch. Halt, ne, habe ich hier Beifuß getrocknet. Habe ich auch mit drin, ne? Also die Leute, die Nettstoffe kennen, ja, von Beifuß, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Krass, ne? Heftig, heftig. Okay, dann mal kurz abwiegen. Ist ja die gleiche Tupperbox, ne? Den Deckel habe ich abgemacht, weil jetzt auch kein Deckel drauf ist. Kurz mal wieder auswiegen, wie gewohnt, ne? Also mit Deckel waren irgendwas mit 160 Gramm. Ohne Deckel genau 100 Gramm. Terra. Das ist nämlich damit. Das ist ja meine erste Mahlzeit, ne? Wie schon erwähnt, ich mache mal Fastintervalle. Also das sind jetzt hier erkennen könnt. Ich muss mal die Belichtung keller machen. Das sind 961 Gramm. So.
Okay. Ja, das esse ich dann später. Lecker, ne? So.